kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Returning New Balance. So, wir sind hier gerade mit dem guten Laris unterwegs. Und ich werde mich jetzt, wenn er hier rumsteht, so ein bisschen umschauen. Hier ist ja die Höhle mit den Schattenläufern. Da ist ein Lurker. Da ist auch ein Varg. Interessant. Kann ich den Varg anlocken vielleicht? Den Schattenläufer eben nicht. Ich mag es nicht, wenn sich Waage mit Schattenläufern verschwören. Das finde ich gar nicht. So, und hier ist ja wieder dieses riesige Gebiet, wo wo auch die Trolle waren, ne? Also da geht's wieder zu Onas Hof. Ich finde übrigens, wie die Welt jetzt aufgebaut ist, sehr geil. Ich glaube, ich habe schon öfter erwähnt, aber gerade, dass man jetzt von hier aus auch zu Onas Hof gehen kann. Was hast du davon? Das verbindet die Welt so schön. Sehr gelungen. Da sind noch ein paar Snappers. Will ich die auch fertig machen? Ich denke mal schon. Einen muss ich noch töten. Fantastisch. Also da hinten war ja auch dieses Herrenhaus und so. Mir noch einmal dieses Gebiet hier angucken. Oh, das ist so schön, so weitläufig. Einfach herrlich. Herrlich. So. Will ich jetzt auch in diese Höhle? Das ist jetzt die nächste Frage. Ist schon mittlerweile richtig, richtig gut. Ich glaube, hier ist noch ein Varg. Oh! Warum sind die aufgestanden? Ach so, weil ich das Irrlicht rufen wollte. Ne? Und dann stand ich kurz und das haben sie gehört. Naja, zwei schaffe ich sowieso nicht. Das kann ich mir abschminken. Wir mal mit Laris weiter. Nimm das. Komm, Junge. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Irgendwie gefällt mir dieser Teleporter hier nicht so. Ich glaube, den ignoriere ich. Aber ich habe sowieso kein Teleportstein mehr. Der Laris ist einfach eine Tötungsmaschine mit dem Bogen. Der haut alles und jeden weg.
Das ist ein Schattenläufer. Den schnappe ich mir, glaube ich, auch gleich. Das können wir auch alleine machen. Ach, es bleibt ja sowieso da stehen. Wie viele Pflanzen hier sind. Komm, den mache ich mal eben fertig. Holy shit. Das läuft doch gut. Ein alter Druidenstein. Was für eine schöne Aussicht man hier hat. Da hinten ist Seekops Hof. Ich denke, die Banditen, die kann ich auch fertig machen. Ich glaube, dann mache ich. Rox der Flinke. Du Anfänger. Ja, wisst ihr was? Ich locke euch einfach zu Laris, der... Haut euch doch alle weg, oder? Laris! Du wärst besser nicht hierher gekommen. Das war's für dich. Das war's für ihn. Kannst du noch? Das ist Laris. Tötet mal eben drei Menschen und sagt danach, kannst du noch? Ein Brief hatte er dabei. Wenn du diese Nachricht liest, dann hast du mich getötet. Bitte verzeih mir und... Wieso hast du das getan? Weil's Kopfgeld gibt? Ah nee, das war gar nicht der Anführer, das war irgendein anderer, ne? Moment, lag hier nicht immer eine Armbrust? War die zur OP? Haben sie die weggeräumt? Nice. Ein alter Druidenstein. Ich meine, jetzt haben wir wieder zwei, dann kann ich auch den da unten aktivieren. Warum nicht? Ich denke, um die Quest zu erfüllen, muss ich sowieso alle aktivieren. Von daher. Wer weiß, vielleicht ist dieser Ort ja doch noch wichtig hier. Für später. Hier fliegt ja auch ein Irrlicht rum, also irgendwas ist ja hier. Ja. So, Essenz der Heilung. Ist da noch ein Bandit? Da ist noch einer. Sowieso, ne? Die haben mich nicht gesehen.
Die haben mich einfach nicht gesehen. Du Anfänger. Zack. Der Elvridge, hier ist er. Dass ich den nochmal entdecke. Also mit dem habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Erstmal bestehlen. Wer bist du? Mein Name ist Elvrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Nein! Das glaube ich einfach nicht! Nein! Ich kann das nicht glauben! Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt! Nimm den Brief wieder mit! Ich will ihn nicht! Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Tja, in diesem Moment verbringt sie Zeit mit Thoros. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon.
Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Elixier der Stärke. Junge, 24 Stärke, wir sind ja richtig heftig. So, Laris ist bestimmt schon sauer, dass ich ihn hier hab warten lassen den ganzen Tag. Aber so ist das eben, ne, Laris. Wo liegt denn hier ein Streitkolben? Er steht da einfach in der Gegend herum. So, jetzt die Frage, wird Laris es über die Brücke schaffen? Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Da oben scheint auch ein bisschen mehr zu sein als sonst. Oh. Ist ein richtiges Tor jetzt. Die Wassermagier hier ein dickes Lager oder was? Aha. Ja, Spinnis, ich habe keine Angst mehr vor euch. Vielleicht sollte ich das doch noch haben. Das ist so typisch. Ich habe keine Angst mehr vor euch und dann tot. Ah, shit. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ja, ja, man sollte nicht so vorlaut sein. Dann nochmal das Ganze hier mit den Spinnen. So, dann speichern wir nochmal. Sicher ist sicher. Hat die mich voll erwischt wieder. Diese Spinne war viel gefährlicher als die andere. Unerhört von der Spinne. Sogar hoch. Da sind die dunklen Snappers. Na, guck mal, hier kann ich direkt hier hoch. Was hier liegt. Obwohl. Kann ich das? Fantastischer Sprung. Dann doch lieber hier. Oh, guck mal, hier ist noch ein Druidenstein.
War ganz schön knapp eigentlich. Die hätten mich auf jeden Fall kaputt beißen können. Du einsam und allein. Ich weiß noch genau, wo ich das erste Mal gegen Säulen gekämpft habe und es hat gefühlt 5 Jahre gedauert. Hauptsache, ich lasse Laris ganze Zeit warten. Trollkirsche. Drei sind gefährlich. Ja. Die sind noch krass. Die hier hochkommen. Sind die irgendwie stärker? Hat der eine nicht gerade 100 Erfahrung gegeben und die geben 180? Oh, oh, oh. Alleine wegen solchen Sachen ist der Bogen OP. Ich kann mich ja gleich zurück teleportieren, das ist ja das Gute, also kann ich auch hier unten mal schauen. Alte Steintafeln. Man findet auch viel mehr alte Steintafeln jetzt. Korines habe ich so das Gefühl. Die werde ich dann auch erstmal sammeln und später alle auf einmal wieder Watras abgeben. Vielleicht kriegt man ja dann genauso wie in Gothic diesen guten Bonus. Das Mana. Oh, da ist irgendein dicker Lurker. Ein brütender Lurker. Vielleicht hat der hier irgendwo ein Ei versteckt. Lurker-Ei, ja. Einer aus dem Jägerlager wollte das doch. Dann hätten wir das also auch. Ist das noch ein Brütender? Oder sind das nur Erfahrene? Das sind nur die erfahrenen Lurker. Die lurken schon sehr lange.
Sehr gut. Das hat sich doch gelohnt, hier hinzukommen. Der arme Laris muss hier die ganze Zeit warten. So, hier kann's gefährlich werden. Ich glaube, ich lasse ihn noch mal kurz hier warten. Kletter mal hier hoch. Goblin-Skelett beschwören. Na, dann komm mal mit. Beziehungsweise ich komme mit dir mit. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Level ab. Schön, schön. Diese alten Ruinen sind beeindruckend, denke ich, wollte er sagen. Aber ich habe gerade gequicklootet und deswegen hat er dann aufgehört zu sprechen. Feuerwarane. Oh, viele Feuerwarane. Wie stark ist so ein Feuerwaran? Sind schon heftig. Oh shit. Laris. Ein Skelett, Heini. Komm her, Mistvieh. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Na, Laris, willst du noch was sagen? Hör auf, hier rumzualbern. Bring das Ornament zu Saturas. Du hast mir gar nichts zu sagen. Edge Badge. Ein Schalter. Das ist eine gute Idee. Geschichte der Ahnen. Diese Schalter einfach zu betätigen. Das ist aber ein sehr interessanter Mechanismus. Wie soll das denn funktionieren? Natürlich nur mit Magie. Oh ja.
So macht man das. Was war das eigentlich für ein alter Lederbeutel, den wir da gerade gefunden haben? Notiz. Alte Papierfetzen mit einigen Notizen. Erste Notiz vom Jäger Ben. Interessant. Während der heutigen Jagd habe ich ein äußerst seltsames Tier angeschossen. Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas jemals in dieser Gegend erblickt zu haben. Interessant. Wie kommt es nur hierher? Vielleicht. Was soll's. Dann werde ich es eben selbst herausfinden. Auch Feuerwarane? Ich meine, ich könnte dich hier easy töten, ne? Feuerwarane können ja nicht klettern, oder? Probieren wir mal, wie viel Schaden wir beim so einem Feuerwaran machen. Ich kann die ja auch schon komplett ausplündern, von daher. Schaden ist gut. Erfahrung. Ja, ich würde die alle töten. Es wäre dumm, das nicht zu machen. Sind echt viele. Ein Feuerwaran-Boss. Wo ist denn jetzt dieser Boss hin? Ja, so ist ja einfach. Die sich da alle so fein säuberlich immer hinstellen, dann kann man das so machen. Ach, da ist er wieder. Der hält aber viel aus. Ja, perfekt. So stehst du da gut. Kann ich das eigentlich auch verschnellern? Die Macht des Bogens. Haben wir jetzt an Lernpunkten? 14 Stück. In diesem Stein befindet sich die Seele eines Wesens. Vielleicht ist das auch so eine besondere Trophäe für die Jäger. Ja.
Vermutlich gefällt ihm das nicht so gut. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Wer mag es auf dieser Seite lieber? Nee, doch nicht. Hat sich doch umentschieden. Oh, eine sehr erfolgreiche Feuerwaranjagd. Ich will gar nicht wissen, wie viele Goblins da drin sind. Aber wir werden das gleich herausfinden. Ich gehe mal schwer davon aus, dass hier Untote sind. Da liegt ein Crazy Hammer. Ich kämpfe hier unten. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Bin ich jetzt zur Kritte? Schon besser geworden. Man schon mal machen. Der heilige Hammer der Templer. Warte mal, der braucht 200 Stärke? Was? Abgebrochen. Das war abzusehen. Da benutze ich mal lieber kein Mana mehr. Erledigt. Kreuz des Schicksals. Rüstungsdurchschlag 25%. Das ist verdammt gut. Und ein wenig mehr. Mana. Sehr gut. Eine Kifferbude von den Wassermagiern. Langsam auch schon wieder düster hier. Oh, da ist ein Teleporter. Nimm das. Ha ha.
Wo kam der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich töte erstmal die. Habe ich die Seite schon mal safe? Ah, da sitzt er doch. Kann ich nicht hier sehen. Erstmal den. Da ist auch noch ein Keiler. Shit, die sind auch noch Wölfe. Ein Warg. Ist der alleine hier? Ja, ich glaube, das sind auch zwei, oder? Das sind sogar drei. Da nutzen wir mal lieber den Bogen. Die kommen ja doch. So treffe ich den nicht. Das hast du davon. Jetzt viele Steintafeln hier. Na gut, in der Nacht würde ich da jetzt nicht weitergehen. Und ich könnte noch den Varan hier fertig machen. Das sollte ja noch drin sein. Aber dann gehen wir gleich mal in die Goblin-Höhle. Ich muss mir bald wieder Pfeile besorgen. Die Goblins, die könnte ich auch alle cheesen, ne? Die schaffen es, glaube ich, nicht da hoch zu klettern. Aber ich denke, ich kann da auch reingehen. Die so platt machen. Ich finde die so cool, diese Typen. Shit, der hat mich erwischt. Oh shit, ich dachte, ich krieg den mit der Laufattacke. Gucken, ob das nochmal so gut klappt. Davon.
Es sind nur noch die Big Boys. Shit. Sind echt gefährlich. Treffe ich die nicht, oder? Also manchmal stellt er sich echt an. So hinter dem Bunker, so weit da oben. Puh, der kann ja klettern. Vergessen. Junge, Junge. Geweihter Bolzen. Habe ich eigentlich schon andere Pfeile? Oh, die markierten Eichenpfeile, die musste ich eigentlich mal Falk abgeben, ne? Habe ich die ganze Zeit vergessen. Naja, ich wollte ja sowieso zu den Jägern. Kann ich mich ja gleich hin teleportieren. Wir haben ja sowieso einen Teleport auch zurück. Hierhin. Oh shit. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier schon stehen. Normalerweise sind die ja noch gar nicht wach. Nee, da gehe ich nicht rein. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Gehen wir echt mal kurz zur Jägergilde. Hey, du! Wegen deines Auftrags. Ja? Womit kannst du mich erfreuen? Hier, Bosper schickt dir 100 markierte Eichenpfeile. Du erwartest sie doch, oder? Ganz genau, Junge. Darauf habe ich gewartet. Was für Pfeile sind das denn? Wie du schon verstanden hast, sind es keine normalen Pfeile. Zum einen sind auf der Pfeilspitze mein persönliches Zeichen. Das ist aber noch nicht alles. Sie sind sie viel besser als gewöhnliche Pfeile. Diese Pfeile haben eine wesentlich höhere Reichweite und fügen deinem Gegner einen größeren Schaden zu. Solche Pfeile wirst du nirgends kaufen können. Auch nicht bei Bosper. Solche Pfeile stellt er ausschließlich für mich her. Früher hatte sie nur für meinen Großvater angefertigt. Und Bospers Vater verkaufte solche Pfeile ausschließlich meinem Urgroßvater. Und so weiter. Und so weiter also. Übrigens. Ich habe etwas sehr Interessantes gefunden. Was genau? Eine alte Notiz. In ihr wird der Name Bin erwähnt. So hieß doch dein Großvater, oder? Was? Lass mich die Notiz sehen. Ajo, Bin war ja sein Großvater. Nach dem Text zu urteilen, wurde sie von einem Jäger beschrieben. Wo hast du die Notiz gefunden? In der Nähe der alten Ruinen im Norden. Wirklich? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das nur ein Zufall, aber genau dorthin war damals mein Großvater jagen gegangen. Bevor er spurlos verschwand. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Du? Wie denn? Na, vielleicht könnte ich versuchen, uns in dieser Sache endlich Klarheit zu verschaffen. Du tust mir einen großen Gefallen damit, Kumpel.
Soweit ich mich erinnere, interessierte sich der alte Ben schon immer für verschiedene Raritäten. Das war übrigens der Grund, weshalb er sich damals zu jenen Ruinen begab. Er hatte sehr oft davon gesprochen und ihm ließ seine Frage keine Ruhe. Wer hat diese Bauwerke errichtet? Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen diesen alten Ruinen und seinem Verschwinden. Naja, da können wir nur mutmaßen. Gut, es reicht fürs Erste. Ich weiß schon, wo ich suchen muss. Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen viel Erfolg bei der Suche, mein Freund. Danke. Wegen der seltenen Trophäen, die dich interessieren. Ja, was ist damit? Immer nur nichts. Hey, du. Ja, ach so. Hey, du. Wirst du für mich stimmen? Aber hast du denn schon etwas Besonderes geleistet? Hast du bewiesen, dass du ein guter Jäger bist? Noch nicht. Na dann, du weißt schon meine Antwort. Ich habe dir eine Crawler-Plattenrüstung besorgt. Ist das nicht nett genug? Ich habe das, Lokerei. Wirklich? Wirklich, das ist das Ei. Wo hast du es gefunden? Das ist nicht so wichtig. Aber du hattest recht, dieser Locker, der die Eier bewacht hat, war ein ziemlich harter Brocken. Du hast mit ihm gekämpft? Ja, und ich habe ihn erledigt. Ich fasse es nicht. Du hast ihn auch noch erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffen würdest. Hier, nimm diese kleine Belohnung für deine Mühe. Ich denke, du hast sie verdient. Danke dir. Was sagst du nun? Dasselbe wie beim letzten Mal. Ach, Junge, ey. Ich brauche deinen Rat. Was für einen? Wenn ich mit dem Bogen kämpfe, dann kann ich bestimmte Monster einfach nicht verletzen, egal wie gut ich bin. Ich verstehe. Du brauchst nicht weitersprechen. Diese Immunitäten sind natürlich ein großes Problem für Jäger, die nur einen Bogen benutzen. Es gibt allerdings bestimmte Schusstechniken, mit denen du jede Rüstung durchschlagen kannst, egal wie hart sie ist. Kannst du mir das beibringen? Warum willst du das wissen? Du siehst nicht aus wie jemand, der mit einem Bogen umgehen kann. Und jetzt? Ich opfere doch keine Zeit für jemanden wie dich. Zuerst musst du lernen, wie man mit einem Bogen umgeht und wie man sich richtig bewegt. Danach können wir nochmal darüber sprechen. Also Akrobatik. Was ein Arsch, ey. Was ein Arsch. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich gehe einmal... Nee. Ich glaube, ich gehe einmal kurz zu Passian. Dann lernen wir Akrobatik, wenn das geht. Vielleicht sagt die auch, du bist noch nicht so weit. Weil ich ja nicht wirklich 100 Geschick habe. Oder? Wie viel haben wir jetzt? Nee. Mal Versuch macht klug. Wehr mich Akrobatik. Wenn du deinen Körper richtig kontrollieren kannst, hast du diverse Vorteile. Du kannst beispielsweise viel weiter springen. Außerdem solltest du dich richtig abrollen, falls du zu Boden stürzt. Damit vermeidest du starke Verletzungen. Denk aber bloß nicht, dass du dadurch unsterblich wirst. Weiterhin kannst du Akrobatik auch im Kampf nutzen. Du kannst über die verschiedenen Techniken schnell die Distanz zwischen dir und deinem Gegner verändern. Ja, danke. Hey, du! Hey! Zeig mir, was du hast. Sieh's dir selber an. Später vielleicht. Auch gut. Der hat leider nichts. Hey! Geschmiedeten Waffen verkaufen. Den könnte ich ja wirklich verkaufen, den brauche ich ja nicht mehr. Skorpionstachel. Krasses Ding. Hey! Ich habe ein paar Banditenlegen für dich. Hey! Zeig mir deine Waren. Wenn du versuchst, mich abzuzocken, dann ziehe ich dir die Haut ab. Chill mal.
Achso. Dieser Gürtel hier. Ich glaube, den kaufe ich mir schon mal. Ich trage nämlich gerade gar keinen Gürtel. Ruhestall hat er. Kauf mir den auch mal für später. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen mehr Geschick, aber... Warte mal, zählt das als Geschicklichkeitsrüstung? Tut es wirklich, ne? Ich dachte nicht, dass das als Geschicklichkeitsrüstung zählt, aber ich habe ja jetzt 128 Geschick. Nice. Hätte ich mir den schon mal früher gekauft. Könnten noch eben zu André gehen, Kopfgeld abgeben. Da fehlt mir, glaube ich, nur noch Dexter, ne? Ey, komm. Ich habe jetzt eine seitliche Rolle. Mit Akrobatik. Wuss. Ist ja mega chillig. Bin jetzt ja voll der Rollmeister. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ah. Der Dieb Diomis ist tot. Noch nie von ihm gehört. Dennoch nimm dieses Gold für deine Mühe. Ja, wow. Der Dieb, Hans-Peter, ist tot. Gib mir jetzt auch noch 1000 Gold. Vox konnte mir nicht entkommen. Ich habe keine Ahnung, wie ihn jemand den Geschickten nennen konnte. Hm. Er war zu geschickt für meine Leute. Sie haben ihn immer als schnell und geschmeidig beschrieben. Vielleicht sollte die das Gold für dich von ihrem Lohn abziehen. Aufgrund ihrer Mittelmäßigkeit. Vielleicht solltest du das. Aufgrund ihrer Mittelmäßigkeit. Könnte noch zu Torben gehen. Ich habe was anderes gehört. Ist Torben hier auch am Saufen? Torben? Elbridge wird ab jetzt wieder für dich arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass er nicht beim nächsten Weiberock, der vorbeisegelt, wieder verschwunden ist. Wie läuft's? Ach, frag lieber nicht. Nur Sorgen und Aufregung. Na dann frage ich auch lieber nicht. Gut, dann teleportiere ich mich mal hier wieder hin. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann wirklich zu den Wassermagiern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.